Ja, hallo Zebras, herzlich willkommen zu eurem MSV-Podcast zwischen Wedau und Westende. Mein Name ist Martin Haltermann und ich freue mich, in unserer Folge Nummer 6 die beiden MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt und Thomas Wulff begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Martin. Frage direkt zum Einstieg an euch beide, Peter und Thomas. Wie gut hat das 4:1 am Samstag gegen den SVW in Wiesbaden getan? Ja, es war auf jeden Fall das richtige Signal zum richtigen Zeitpunkt. Es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken und ich glaube, man kann die Jungs dieser Leistung nur gratulieren. Das war der richtige Sieg zum richtigen Zeitpunkt. Thomas, eure Tribüne hat gut getan. Sehr gut, sehr gut. Und ich glaube einfach, es war natürlich auch absolut notwendig, dieser Sieg, wenn man die Tabellenkonstellation einfach sieht. Das war wieder ein Spiel ohne Zuschauer. Das kennen wir jetzt schon fast das ganze Jahr durch oder das ganze Frühjahr und den ganzen Herbst durch. Hatten mal 300 gegen Dortmund, knapp über 3000 gegen Zwickau. Alles in allem aber eine menschenleere oder fast menschenleere Arena. Ja, Geisterspiele, Geisterstimmung. Habt ihr die Hoffnung, dass in dieser Saison, wir reden jetzt nicht von der Zeit bis Weihnachten, sondern in dieser Saison überhaupt nochmal vor Publikum gespielt werden kann? Peter? Das ist aktuell schwer zu sagen, aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Im Rahmen der Nachlizenzierung hat der DFB Planprämissen aufgestellt, die besagen, dass wir planen dürften mit Zuschauern ab März. Seit vergangenem Sonntag wissen wir, dass der März auch sicherlich sehr, sehr schwer zu erreichen sein wird. Aber die Hoffnung ist da und wir wissen darum, dass jedes Spiel mit Zuschauern uns extrem weiterhelfen würde. Jetzt gibt es trotzdem, also obwohl ohne Zuschauer gespielt wird, die Dauerkarte. Ja, genau, die haben wir jetzt losgetreten und insgesamt ist das ein wunderschönes Gesamtpackage als Sonderedition. Besteht aus zwei Bestandteilen, zum einen die Originaldauerkarte dieser Spielzeit, die auch platzgetreu gebucht werden kann. Und dargereicht präsentiert wie diese Dauerkarte in einem wunderbaren Booklet, sehr emotional aufgemacht und einfach ein ganz besonderes Kapitel für unsere MSV-Fans in dieser ganz besonderen Zeit. Die Infos, wie man da rankommt, gibt es auch alle auf msv-duisburg.de. Das ganze gute Stück kostet 49,95. Thomas, das ging jetzt in den ersten Stunden auch schon ganz gut los, oder? Ja, Stand heute Morgen, ersten 24 Stunden haben wir knapp 500 Karten abgesetzt. Das klingt vielversprechend. Ja, das ist ein starker Anfang. Dafür auch schon mal ein herzliches Dankeschön an euch alle, die ihr zugeschlagen habt. Peter. Ja, ich würde gerne noch ergänzen, es gab gestern Abend einige Rückfragen, ob diese Dauerkarte jetzt nur für Stammkunden vorgesehen ist. Dem ist nicht so. Es kann jeder eine Dauerkarte buchen. Alle die Kunden, die bisher noch keinen Zugang hatten in dem Ticketsystem, müssen sich einmal registrieren, sich einen Account anlegen. Aber die Dauerkarte ist prinzipiell für alle Fans vorgesehen, in allen Bereichen buchbar, platzgetreu. Also jeder ist hier herzlich eingeladen, seinen Beitrag zu leisten. Wir freuen uns. Peter, du hast da bei den Fans auch gesagt, mit dieser Dauerkarte leistet ihr auch einen wichtigen Beitrag in dieser herausfordernden Zeit. Die ist nicht nur mit Blick auf die Tabelle herausfordernd, sondern auch mit Blick auf unser Konto. Genau, ganz aktuell befinden wir uns in der Lückenschließung der aktuellen Spielzeit. Das heißt, wir haben jetzt im Rahmen der Nachlizenzierung vom DFB den finalen Bescheid, welche Lücke zu schließen ist. Und im Rahmen der Maßnahmen ist eben auch der Dauerkartenverkauf angerechnet worden, als Maßnahme als solches. Und das Besondere dabei ist der Umstand, dass der jetzige Ticketverkauf, die Anzahl der Tickets, die heute verkauft werden, ein wichtiger Index dafür ist, in welchem Umfang für die kommende Spielzeit Dauerkarten uns angerechnet werden. Dementsprechend ist der Effekt wirklich in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung. Unser Ziel, unser Wunsch wäre, dass wir die 2000-Marke knacken werden. Ich glaube, mit dem Start von heute sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg. Und an alle Fans die dringende Botschaft, der heutige Kauf der Dauerkarte hat einen Effekt in mehrfacher Hinsicht. Wir sprechen da vom Hebel 3 bis 4 ungefähr. Das heißt, die Dauerkarte jetzt ist wirklich von großer Bedeutung. Ein gutes, wichtiges Zeichen, Thomas, war am vergangenen Freitag auch der Gehaltsverzicht der Mannschaft. Wie wichtig war das? Ja, das ist natürlich für alle, mit denen wir uns momentan in Gesprächen, wo wir Gespräche führen, sehr, sehr wichtig zu sehen. Der Verein bewegt sich, da sind alle bereit, ihren Beitrag zu leisten. Das ist auf keinen Fall zu unterschätzen, das ist ein ganz starkes Zeichen und vor allem muss man einfach sagen, das war auch sehr, sehr schnell bei der Mannschaft durch. Also das war ein Thema von 24 Stunden, da gab es die Zustimmung. Das hat uns alle sehr überrascht, sehr positiv überrascht und ja, so kann es weitergehen. Ihr habt es gerade gesagt, bis zum 21. Januar müssen wir dem DFB nachweisen, wie wir den Lückenschluss schließen wollen letztendlich. Ich vermute jetzt mal, ihr werdet keine Zahlen nennen.
Das ist richtig. Aber wie sieht das Prozedere aus? Was passiert bis dahin? Ja, bis dahin gibt es viel kleinteilige Hausaufgaben, die wir machen müssen. Wir haben eben einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, wo es eben von einer Maßnahme von 50.000 bis hin zu 400.000, 500.000 Euro geht. Und da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich und dass wir da relativ auch vor Weihnachten schon mal einen großen Teil der Lücke schließen können. Und dann gibt es natürlich noch einen größeren Teil, den wir momentan, wo wir momentan in den Verhandlungen stehen mit Sponsoren und Investoren, inwiefern sie bereitstehen, den etwas größeren Teil zu übernehmen. Jetzt vermute ich mal, das Thema Sponsoren ist relativ einfach abzuhandeln. Man spricht sie an, könnt ihr uns weiter unterstützen, dann fließt Geld. Es gibt möglicherweise Gegenleistungen dafür. Immer wieder spannend ist natürlich für unsere Fans, für unsere Mitglieder das Thema Investor. Wir gehen mal vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Was überhaupt macht so ein Investor? Wir müssen dabei ja nicht gleich nach Uerdingen gucken, wo einer alles macht, sondern was macht ein Investor beim MSV? Ja gut, ein Investor prinzipiell erstmal Interesse daran, Anteile zu erwerben an der KGaA und hat dann verschiedene Motivlagen. Logischerweise verspricht sich ein Investor davon diverse Mehrwerte und diese Mehrwerte und Vorteile können ganz, ganz unterschiedlich gelagert sein. Es gibt reine Finanzinvestoren, die vorwiegend darauf aus sind, möglichst schnell Profit zu machen. Das wird bei uns sicherlich nicht so sehr gegeben. Andere Investoren haben vielleicht einen Vorteil darin oder einen Mehrwert für ihr emotionales Wohlbefinden, für Identifikation, für Imagegründe. Und eine dritte Kategorie könnte darin bestehen, dass Investoren mit ihrem Einstieg bei einem Club ihr eigenes Kerngeschäft absichern und ausbauen möchten. So war es ja auch der Fall bei Capelli, die im Prinzip mit ihrem Eintritt bei uns ihr Kerngeschäft in der Sportausrüstung auf den deutschen Markt pushen wollten. Und solche Investoren, die ihr Kerngeschäft hier mit reinbringen und das bei uns quasi veredeln oder vorantreiben wollen, das sind die, die uns auch eigentlich am liebsten wären. Capelli hat den MSV dabei durchaus als Sprungbrett genutzt, ist ja mittlerweile schon bei richtig vielen Vereinen mit am Ball im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch nach wie vor sehr, sehr treu dem MSV verbunden, sicherlich auch aufgrund der Nähe hier natürlich. Wir haben Capelli als Investor, gibt es noch weitere beim MSV? Momentan ist Capelli der einzige externe Anteilseigner mit 10,1% des Kommanditkapitals an der KGaA, ist der momentan Capelli der einzige Partner dieser Art. Ja. Ein solcher Investor kauft also Anteile, hast du gerade erklärt, er gibt dafür Geld. Wenn dieses Geld jetzt aufgebraucht ist, dann bleibt der Anteilseigner, muss aber nichts mehr reinschießen. Oder wie stelle ich mir das vor? Na, er muss nicht. Im besten Fall entwickelt man mit dem Investor ein Zukunftskonzept, wo eben das einmalige Invest dazu dienen soll, dass ein Zukunftsgeschäftsmodell tragfähig ist und der Investor nicht immer nachschießen muss. Aber das Gleiche ist noch nicht ausgeschlossen. Wie ist der Stand in Gesprächen, in Aussichten mit potenziellen Investoren? Ja, aktuell sprechen wir, wie es ja auch schon mal in dem Live-Chat kundgetan worden ist, mit mehreren Partnern. Das hat hier und da auch durchaus eine zeitliche Dimension. Momentan ist der Fokus darauf, mit einem Partner vor allem den Januar zu gestalten, was aber nicht heißt, dass danach nicht andere Partnerschaften ausgeschlossen sind. Aber prinzipiell sind die Gespräche sehr konstruktiv und sehr zielführend, deswegen sind wir da auch guter Hoffnung. Wir sind bei einer Corona-Saison, haben es gerade schon gesagt, keine Zuschauer eigentlich seit März, seit es dann wieder losging. Ich glaube, gegen Magdeburg hatten wir Anfang März das letzte Mal richtig mehr oder minder, volle Hütte, volle Stimmung, etc. Thema, Stichwort Corona-Hilfen. Hat der MSV schon staatliche Gelder bekommen, Thomas? Bis auf den KfW-Kredit relativ zu Beginn der Saison, über 800.000 Euro bisher nicht. Wir sind jetzt in der nächsten Phase, dürfen einen Antrag abgeben. Wie der beschieden wird, wissen wir heute natürlich noch nicht. Was ist das Problem dabei? Das heißt immer, es gibt Unterstützung auch für die Profivereine, für Geschäftsunternehmen, etc. Ganz so einfach ist es nicht. Ja, das Problem ist der Stichtag 31.12.2019. Zu diesem Stichtag darf sich das Unternehmen nicht in finanzielle Schwierigkeiten befunden haben. Und das ist nach dem Kriterienkatalog beim MSV leider der Fall. Wenngleich auch die Politik natürlich nochmal deutlich proklamiert hat, dass die jetzigen Hilfen auch mit einem erleichterten Zugang versehen werden sollen. Und darauf setzen wir ganz stark.
Jetzt reden wir darüber, das ist ja eigentlich nichts Neues, aber in Corona nochmal verschärft, dass wir aktuell jeden Cent wieder umdrehen müssen. Viele Fans fragen jetzt natürlich, haben wir trotzdem die Möglichkeit, im Winter Neuzugänge zu holen? Ja, Stand heute natürlich nicht. Das hängt davon ab, inwiefern und inwieweit wir eine Liquiditätslücke jetzt schließen können. Sobald die geschlossen ist, wird es ein Thema für uns werden. Ja, wobei wir auch gegen Wien Wiesbaden gesehen haben, dass mit dem Wechsel auf Gino jetzt eine neue Struktur drin ist und ja, durchaus auch wieder erfolgreich gespielt werden kann natürlich. Ne? Es gibt aktuell außenrum einen extremen Lockdown, die Geschäfte müssen zumachen, die meisten, bei uns zum Beispiel auch der Zebra-Shop, der jetzt nur noch online erreichbar ist ab Mittwoch. Kann das sein, dass wir den Profifußball, den Spielbetrieb auch wieder komplett einstellen müssen, wie wir das schon im Frühjahr über Wochen hatten? Peter? Ich glaube, das ist kategorisch nicht auszuschließen, aber bisher gab es vom Verband noch keine Info an die Clubs gerichtet, dass dieses kommen wird oder kommen kann. Ich glaube, ausschließen können wir es nicht, aber bisher fehlt da jegliche Kommunikation mit dem Verband. Zumal ja, glaube ich, auch im Profifußball ja, die Vereine gezeigt haben, dass sie sehr bewusst damit umgehen. Ja, wir setzen für jedes Auswärtsspiel zwei Busse ein, damit in jeder Reihe nur ein Spieler sitzt. Das ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Am Ende des Tages sorgt das aber auch dafür, dass ja, wirklich nur sehr wenige Spiele ausfallen. Und die meisten Mannschaften ja, bis auf ganz kurze Pausen auch weitermachen können. Wir haben jetzt über relativ viele Dinge hier gesprochen mit einem eher negativen Touch. Das ist beim MSV auch nicht ganz Neues. Leider Gottes. Was nehmt ihr an positiven Dingen mit ins neue Jahr, wenn wir schon mal ja, fast zwei Wochen weitergucken können? Nein, natürlich war der Herbst mehr als bescheiden. Das können wir gar nicht beschönigen. Zugleich merken wir aber auch gerade jetzt in den letzten beiden Wochen, dass die Bereitschaft da ist, sich nochmal auf die Grundtugend des MSV zu berufen. Und die Grundtugend heißt einfach, dass wir gerade in schwierigen Zeiten mit Zusammenhalt, mit Willen, das Ding nach vorne schieben können. Die Gremien ziehen alle mit, auch die sind aktuell dabei, ihre Dauerkarten zu erwerben. Die Gespräche laufen sehr konstruktiv. Die Investorengespräche machen uns Hoffnung darauf, dass es nach vorne geht. Im Prinzip sind bisher alle Investoren, egal ob bereits bestehende Partner oder auch neue, mehr als beeindruckt von dem MSV als Ganzes. Das beginnt bei der super tollen Infrastruktur in Meiderich, geht weiter über die Arena bis hin eben zu der großen Fantreue. Und ich glaube, dieses Pfund müssen wir jetzt mal reaktivieren, dass wir da mit dieser geballten Kraft nochmal nach vorne gehen. Die Sponsoren wurden alle angeschrieben. Da geht es vor allem darum, in welcher Form mögliche ausgefallene Leistungen, vor allem im Bereich der Business Seats, kompensiert werden können. Auch da gibt es bisher überwiegend gute Rückmeldungen. Und deswegen glaube ich, wenn es uns jetzt gelingt, als Verein vorwegzugehen, und dann mal die Reihen zu schließen und an die Gemeinschaft, an den Zusammenhalt zu appellieren, dann haben wir eine echte Chance, aus dieser Krise auch gut hervorzugehen. Und ich glaube, wir haben ja auch vor ja, rund 10 Tagen, als wir diesen Live-Chat hatten, bei dem ihr mit Ingo Walter und Ivo Grilic dabei waren, ja auch gesehen, wie sehr der MSV ja, natürlich dann auch in schlechten Zeiten bewegt. Wir hatten dabei fast 7000 Live-Zuschauer. Da würden sich in Non-Corona-Zeiten viele Drittligisten die Finger nachstrecken, wenn sie die als Zuschauer im Stadion hätten. Der MSV lässt die Leute auch nicht los, auch wenn die Nähe einfach nicht mehr da ist und zwischendurch auch mal ein bisschen viel Entfremdung da war, oder? Ja, die Nähe vermissen wir alle. Das merken wir natürlich auch gerade jetzt, dass wir halt per Brief und per Telefon die Sponsoren ansprechen müssen. Ist nicht das gleiche Gespräch, als wenn man sich hier vor Ort in der Arena trifft, vor dem Spieltag, nach dem Spieltag. Das fehlt uns ungemein, aber nochmal, wenn es uns jetzt gelingt, die Reihen geschlossen zu halten und dann trotz der schwierigen Umstände die Kommunikation wieder hochzufahren, dann haben wir da eine echte Chance. Wir sind fast schon am Schluss dieses Gespräches und kommen auch mal zum guten Schluss. Noch sind wir irgendwo auf den Abstiegsplätzen, noch arbeiten wir extrem an der Zukunft. Was können wir uns fürs neue Jahr wünschen? Wie würdet ihr beide vielleicht auch den MSV mit einem ganz weiten Blick schon zur neuen Saison 2020-21 skizzieren können? Thomas? Natürlich für uns alle erstmal, dass wir gesund durch diese Corona-Pandemie kommen. Dass wir irgendwann natürlich mit dem MSV Duisburg hier wieder vernünftige Fußballspiele mit Zuschauern sehen. Und natürlich den Verein so aufstellen, dass er eine Zukunft hat. Das sind meine Wünsche. Ja. Peter?
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das Thema Gesundheit geht für alle erst einmal vor. Wir müssen natürlich auch dann heute schon Maßnahmen ergreifen, die eben diese Zukunftsfähigkeit auch in der dritten Liga abbilden können. Das wird nicht leicht sein, aber ich bin da guter Hoffnung, dass wir das alles gut stemmen werden. Dann wünschen wir uns allen viele Punkte erstmal, viel Geld. Das Bad ist, glaube ich, gleich dringend, gleich notwendig. Ja, Zebras, das war euer Podcast, euer MSV-Podcast zwischen Weder und Westende. Peter Monop war hier, Thomas Wulff war hier. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Euch und uns allen, auch vor allem allen, die zuhören, viel Erfolg und bleibt gesund. Danke, ciao. Vielen Dank, tschüss.